Möchtest du gerade deine Steuererklärung erstellen und überlegst dir, ob Smartsteuer nicht die richtige Lösung für dich ist und das richtige Tool, um deine Steuererklärung zu erstellen? Dann schau dir dieses Video unbedingt mal bis zum Ende an, denn wir schauen uns das ganze Software-Tool Smartsteuer etwas genauer an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe mir gedacht, dass ich mir so die gängigsten Einkommensteuererklärungstools einfach mal ein bisschen genauer anschaue und in diesem Video möchte ich mich näher mit Smartsteuer beschäftigen. Smartsteuer ist eine browserbasierte Anwendung. Daraus wissen wir gleich schon, es gibt keine App und du kannst auch nichts installieren. Das heißt, du rufst die Seite Smartsteuer einfach über den Browser auf und hast die Daten dann da auch alle gespeichert. Wichtig dabei ist natürlich, du brauchst für die Bearbeitung dann auch immer eine Internetverbindung. Also ohne Internet oder schlechtem Internet wird das Ganze schon wieder ein bisschen schwieriger. Was ganz interessant ist bei Smartsteuer ist, dass du die Steuererklärung tatsächlich kostenlos erstellen kannst und dann erst ganz am Ende, wenn du sie übermitteln möchtest, tatsächlich bezahlen musst. Und wie das Ganze aussieht und was du machen kannst, das schauen wir uns am besten einfach mal zusammen an. Wenn du mit Smartsteuer startest, musst du dir erstmal überlegen, für welches Jahr möchtest du denn deine Steuererklärung machen. Ich möchte die neueste Steuererklärung machen, also in diesem Jahr, also in 2022, möchte ich die Steuererklärung für 2021 machen und klicke auf Starten. Und dann öffnet er mein Dashboard und im Dashboard sehe ich alle meine Steuerfälle. Das sind all die Steuererklärungen, die du in diesem Account schon mal erstellt hast. Und an dieser Stelle auch schon mal ein wichtiger Hinweis. Du kannst nämlich bei Smartsteuer auch schon anfangen, die Steuererklärung zu machen, bevor du einen Account erstellst. Aber es ist eine Browser-Anwendung und die Daten werden dann natürlich nicht dauerhaft gespeichert. Wenn du jetzt wild anfängst, deine Steuererklärung zu machen, im schlimmsten Fall eine Stunde daran sitzt und alle Informationen raussuchst und einträgst und dann den Browser schließt, bevor du einen Account anlegst, dann werden die Informationen leider nicht gespeichert und dann sind sie alle weg. Deswegen würde ich dir dringend empfehlen, dass du zuerst einen Account anlegst und dann einen Steuerfall startest. Genau das habe ich jetzt hier gemacht. Ich sehe jetzt hier meine Steuererklärung für 2021. Ich sehe auch, dass ich mit den aktuellen Angaben keine Erstattung zu erwarten habe, aber auch keine Nachzahlung habe. Aber ich habe auch noch nichts eingetragen und das möchte ich jetzt einmal machen. Sobald sich die Seite geladen hat, siehst du, wie Smartsteuer aufgebaut ist. Auf der linken Seite ist so der Ablauf, also was liegt jetzt vor dir, um deine Steuererklärung fertigzustellen. Das erinnert ehrlicherweise schon so ein bisschen an Elster Online, da kennt man das auch ähnlich. Da ist es nur ein bisschen komplizierter, weil da ist irgendwas mit Anlagen und so weiter. Das heißt, du musst vorher erstmal wissen, was du in welche Anlage eintragen musst, bevor du in Elster Online klarkommen kannst. Das ist in Smartsteuer nicht notwendig, weil das ist einfach intelligenter aufgebaut und meine persönliche Meinung, auch viel besser zu verstehen. Was außerdem interessant ist, ist, dass du hier oben noch zwischen den Steuerjahren hin und her springen kannst. Es kann ja eventuell sein, dass du in diesem Jahr noch die Steuererklärung für 2020 und 2021 machst und da kannst du hier jetzt einfach hin und her springen. Wichtiger Hinweis auch an dieser Stelle, du kannst natürlich die Daten übernehmen. Das heißt, wenn du in Smartsteuer schon die Steuererklärung für 2020 gemacht hast, dann kannst du alle Daten von 2020 einfach übertragen auf 2021 und dann nur noch anpassen. Weil ehrlich, dein Name, deine Adresse und deine Kinder werden sich offensichtlich nicht ganz so häufig ändern, wie eventuell Einkommen. Und all diese Informationen, die kannst du ja einfach aus dem Vorjahr auch übernehmen. Und ich springe jetzt einfach mal hier in einzelne Menüpunkte rein, die besonders interessant sind. Und das sind vor allem hier die allgemeinen Angaben. Das heißt, hier kannst du deinen Namen eintragen. Mein Name ist Melchior Neumann, das stimmt soweit. Und ich gehe dann zum nächsten Schritt. Muss ich hier eintragen, ob ich Kinder habe oder nicht. Und wir sehen auch, hier oben ist immer gleich schon eine Erläuterung dafür, was relevant ist für diesen Bereich. Das heißt, da gibt es bestimmte Erklärungen, wie man was absetzen kann, wonach hier eigentlich gefragt wird. Und auf der rechten Seite hast du einzelne Felderklärungen. Das heißt, da wird das spezifische Feld dann noch einmal erklärt. Hier wird erklärt, was nach Steuergesetz eigentlich Kinder sind. Wir reden hier über das Steuergesetz, das heißt, viele Dinge, die vermeintlich trivial sind, sind es nämlich gar nicht. Und diese Erklärung gibt es dann jeweils hier. Ich habe ein Kind und klicke hier jetzt auf Weiter. Und hier sieht man gleich auch noch mehr Erklärungen, weil jetzt geht es um Einnahmen, die ich eventuell hatte. Und zwar als Arbeitnehmer, Rentner oder Pensionär könnte ich das alles haben. War ich alles nicht, deswegen klicke ich auch hier auf Habe ich alles nicht. Im nächsten Schritt geht es um Selbstständigkeit und Gewerbe. Und da sind wir natürlich bei dem Bereich, der super spannend ist. Und hier ist auch erklärt, was ich denn jeweils wo eintragen kann und so weiter. Das heißt, hier finde ich schon mal weitere Informationen und kann das jetzt jeweils auswählen, was ich hatte, um auf Weiter zu klicken.
Aber bevor wir jetzt anfangen, tatsächlich eine Steuererklärung gemeinsam fertig zu machen, möchte ich noch einmal auf den allgemeinen Ablauf eingehen. Und zwar sehen wir hier ja den Ablauf, das heißt erstmal die allgemeinen Angaben, dann gibt es meine persönlichen Angaben zur Anschrift, Religion, Beruf, eventuelle Behinderung, dann geht es zu meinen Kindern und hier ist auch der große Unterschied zu Elster Online und Smartsteuer. Erstens, Smartsteuer erklärt das ganze Thema natürlich umfangreicher und besser, auch leichter zu verstehen, aber Smartsteuer ist nicht doof, also es ist intelligent und passt sich dir an. Wenn du ganz am Anfang sagst, dass du keine Kinder hast, dann wird der Bereich der Kinder einfach übersprungen. Das heißt, du wirst ja nicht nochmal geärgert mit 27 Fragen zu deinen Kindern, wenn du keine hast. Dann gibt es hier private Angaben, ein paar abschließende Angaben und am Ende gibt es auch nochmal einen Check, einen Smart-Check. Dieser Smart-Check überprüft, ob das Ganze plausibel ist, was du da eigentlich gemacht hast und gibt dir dann auch deine Aufgabenliste für danach. Das heißt, wo kannst du eventuell noch was absetzen oder aber du hast auf der einen Seite das angesetzt, das müsste eigentlich dazu führen, aber man sieht das irgendwie nicht, schau da auch nochmal genauer hin. Das heißt, da sind nicht nur, ich würde mal sagen, technische Fehler, die da geprüft werden, sondern auch inhaltliche und Potenziale, was du eventuell absetzen kannst. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Und ganz am Ende kannst du natürlich deine Steuererklärung auch mit Smartsteuer übermitteln. Ich möchte mir einen Part bei Smartsteuer aber nochmal genauer anschauen. Und zwar der Part, der für uns am interessantesten ist. Das heißt, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich selbstständig bin? Und dafür gehe ich erstmal in den Tab Allgemeines und gehe hier auf die Einkünfte von Melchior. Gehe auf Weiter. Das habe ich nicht. Und dann komme ich zu dem Bereich, wo ich meine Selbstständigkeit eintragen kann. Genauer gesagt, mein Gewerbebetrieb, meine Photovoltaikanlage, meine freiberufliche Tätigkeit oder mein Ehrenamt. Wenn du nicht genau weißt, was davon du hast, also ob du Gewerbetreibender bist oder Freiberufler, dann kannst du entweder hier die ganzen Texte lesen, die hier als Erläuterung drin sind, oder du schaust einfach das Video, was ich dir hier oben rechts einmal verlinke, denn zu dem Thema habe ich schon mal ein vertiefendes Video aufgenommen. Ich möchte an dieser Stelle mir aber mal einen Gewerbebetrieb genauer anschauen und deswegen klicke ich Gewerbebetrieb an. Und es gibt einen sehr, sehr spannenden Hinweis gleich schon hier. Und zwar hier steht schon, dass ich Daten aus LexOffice importieren kann. Und das ist schon ziemlich interessant und auch ein Alleinstellungsmerkmal. LexOffice und Smartsteuer gehören beide zu Haufe und die funktionieren zusammen sehr, sehr gut. Das heißt, wenn du deine laufende Buchhaltung, deine Rechnungen, Umsatzsteuervoranmeldungen, zusammenfassende Meldungen und so weiter mit LexOffice machst, dann kannst du einmal im Jahr, wenn du deine Steuererklärung machst, die Daten aus LexOffice ganz einfach in Smartsteuer übertragen und so in die Steuererklärung übernehmen. Und das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal, das können die allermeisten Tools so nämlich nicht. Ich gehe aber den Schritt weiter und klicke auf Gewerbebetrieb und sehe dann im nächsten Schritt, dass hier auf der linken Seite ein Menüpunkt dazugekommen ist. Und zwar mein Gewerbebetrieb, zu dem ich natürlich auch noch weitere zusätzliche Informationen erfassen muss. Und hier klicke ich einfach weiter und sehe, dass hier mein Gewerbe 1 angelegt wurde. Ich habe in diesem Schritt dann die Möglichkeit, meine Einnahmenüberschussrechnung zu erfassen. Entweder habe ich sie schon erledigt, das heißt, ich kann einfach direkt mit dem Ergebnis weiterarbeiten, oder ich muss sie erst erstellen. Das heißt, dann kann ich die Daten aus LexOffice importieren oder kann sie aber auch, wenn ich irgendwas anderes nutzen sollte, also kein LexOffice-Kunde bin, dann kann ich auch direkt hier einfach die Einnahmenüberschussrechnung erstellen. Und genau das möchte ich machen, deswegen klicke ich das hier an und klicke auf Weiter. Dann muss ich im nächsten Schritt erstmal ein paar Informationen zu meinem Unternehmen eintragen, also zu meinem Gewerbebetrieb, zum Beispiel den Firmennamen. Meine Firma heißt Melchior Neumann Videos. Ich sollte angeben, ob ich mein Unternehmen alleine führe oder mit irgendjemand zusammen, aber das Ganze mache ich selbstverständlich alles alleine. Nicht, aber jetzt für das Beispiel ja. Und sollte eintragen, in welcher Branche und welchem Beruf ich tätig bin. Ich bin Videoerklärbär. Und dann klicke ich auf Weiter. Und im nächsten Schritt habe ich die Möglichkeit, tatsächlich die Einnahmenüberschussrechnung zu erstellen. An dieser Stelle ein Hinweis, weil das ist ein bisschen verwirrend. Der Bereich für die Einnahmenüberschussrechnung, also da, wo du deine Gewinnermittlung machst, das ist ein separater Bereich. Der sieht aber optisch sehr gleich aus. Deswegen müssen wir jetzt einmal wechseln in den Bereich für die Einnahmenüberschussrechnung. Und das machen wir, indem wir hier auf EUR öffnen klicken. Und dann öffnet sich der ganze Bereich für die Einnahmenüberschussrechnung. Wie ihr seht, ist der ganze Aufbau grundsätzlich der gleiche. Hier oben steht aber nicht mehr Steuererstattung, sondern Gewinn und hier oben steht auch nicht mehr ich persönlich, sondern mein Unternehmen. Und auch die Menüstruktur ist ein wenig eine andere. Hier im Folgenden erstellen wir wirklich jetzt die EUR, also die Anlage EUR, die wir dann wiederum brauchen in der Einkommensteuererklärung. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein separater Bereich, da tragen wir jetzt alle unsere Businesszahlen ein. Also zum Beispiel Angaben zur Umsatzsteuer, weitere Erklärung, Feststellungserklärung, Corona-Hilfen, Finanzamt, die Einnahmen
Einnahmen, Ausgaben, Anlagevermögen und so weiter. Das heißt, all das, was irgendwie relevant ist für die Einnahmenüberschussrechnung, kannst du hier eintragen. Ich gehe allerdings jetzt erstmal zurück wieder zur Einkommensteuer, um einen nächsten Schritt anzusprechen. Denn Smartsteuer hat einen großen Vorteil. Und zwar kannst du damit nicht nur die Einkommensteuer machen, sondern tatsächlich auch die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Und das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Viele andere Steuertools können das nämlich nicht. Du kannst als Selbstständiger alle Steuererklärungen, die du zu erledigen hast, mit Smartsteuer machen. Also deine Einkommensteuererklärung, deine Umsatzsteuererklärung und deine Gewerbesteuererklärung. Und das ist meiner Meinung nach ein echter Vorteil. Eine wichtige Frage bei allen Steuertools ist natürlich, was mache ich denn, wenn ich mal nicht weiterkomme? Und da muss man unterscheiden zwischen technischen Fragen, also du kommst in der App, der Software nicht klar oder da funktioniert irgendwas nicht, und inhaltlichen Fragen. Inhaltlich Fragen wie, bin ich jetzt Freiberufler oder Gewerbetreibender, was kann ich denn eigentlich absetzen und stimmt das eigentlich, dass ich meine Rolex auch als Betriebsausgabe erfassen kann? Solche Fragen sind inhaltliche Fragen und die kannst du bei Smartsteuer nicht loswerden, weil Smartsteuer keine Steuerberatungsgesellschaft ist, also kein Steuerberater, sondern Softwarehersteller. Aber die haben natürlich einen guten Support für die App, also den technischen Support. Da kannst du jederzeit per E-Mail schreiben. Und wenn du einen Account angelegt hast, dann hast du auch tatsächlich eine Telefonnummer, die du jederzeit kostenlos anrufen kannst. Also wirklich 24/7. Die sind immer für dich erreichbar und die helfen dir dann bei deinen technischen Anforderungen. Für die inhaltlichen Fragen gibt es allerdings ein umfangreiches Informationsangebot. Das heißt, hier sehen wir das schon einmal. Hier steht immer relativ viel Text für den Bereich darunter. Bei Selbstständigkeit und Gewerbe steht schon einmal, hier geht es jetzt um Anlage G oder Anlage S und wie eigentlich die Gewinnermittlung stattfindet, also im Rahmen der Einnahmenüberschussrechnung und so weiter. Das heißt, dir wird hier schon mal relativ viel erklärt. Und wenn du dann zu einem Thema wirklich vertiefend noch etwas wissen möchtest, dann kannst du immer darauf klicken und landest dann auf der Seite von Smartsteuer. Und hier gibt es wirklich viele Informationen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die Webseite von Smartsteuer wahrscheinlich eine der umfangreichsten Seiten im Internet über das Thema Einkommensteuer ist. Ich scroll hier nur einmal ganz kurz durch. Allein das Inhaltsverzeichnis ist wirklich lang. Hier bekommst du wirklich die Antwort auf alle Fragen. Wichtiger Punkt hier auch, du musst natürlich dafür kein Kunde sein. Das ist eine öffentliche Seite, die kannst du natürlich auch aufrufen, wenn du nicht Kunde bist, indem du einfach googelst. Hier gibt es wirklich sehr, sehr, sehr viel Hilfe. Mein Kritikpunkt so ein bisschen ist, das ist so lang, wenn du das ernsthaft einmal durchliest, dann bist du in der Regel schon sehr, sehr lange beschäftigt und so ganz verständlich ist das auch nicht immer. Hier werden dann Paragraphen zitiert und so weiter. Das heißt, wenn du dich fachlich, inhaltlich gut auskennst und eine 100% akkurate Lösung möchtest und auch die Zeit und Muße hast, das selber zu verstehen und zu durchdringen, dann ist dieser Hilfebereich sehr, sehr gut, muss ich an dieser Stelle wirklich sagen. Allerdings erschlägt er auch so ein bisschen, weil er wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich ist. Aber du kannst dich zumindest nie darüber beklagen, dass Smartsteuer dir nicht genug Informationen gibt, tendenziell eher sogar zu viel. Wenn du das Video bis jetzt noch schaust und dir überlegst, Mensch, Smartsteuer klingt richtig gut für mich, vielleicht solltet ihr es benutzen, was kostet denn der Spaß? Dann beantworte ich dir natürlich auch diese Frage. Der Preis pro Jahr liegt bei 34,99 € und den musst du dann bezahlen, wenn du übermittelst. Das heißt, du kannst Smartsteuer tatsächlich auch nutzen, kostenlos, erstmal rumspielen, dich vertraut machen und wenn es dir denn gefällt, dann kannst du mit Smartsteuer auch die Steuererklärung übermitteln. An dieser Stelle auch ein wichtiger Hinweis. Natürlich gibt es immer mal wieder Rabattaktionen und auf unterschiedlichen Seiten vielleicht Angebote und so weiter. Deswegen, das ist so der allgemeine Preis von der Webseite. Kannst du dir merken, ungefähr 35 €. Fassen wir das Ganze doch einfach mal zusammen. Was sind eigentlich die positiven und die negativen Punkte von Smartsteuer? Auf der positiven Seite sehe ich definitiv die Möglichkeit, dass du es als Selbstständiger nutzen kannst und auch als Inhaber einer PV-Anlage. Denn wenn du selbstständig bist, dann kannst du die allermeisten Steuertools tatsächlich einfach nicht verwenden, weil für viele Tools ist die Selbstständigkeit zu komplex, dass sie das einfach von vornherein ausschließen. Und deswegen an dieser Stelle wirklich großes Shoutout und Dankeschön an Smartsteuer, dass sie uns Selbstständige nicht im Regen stehen lassen. Außerdem finde ich Smartsteuer insgesamt sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Mir gefällt das, dass ich dieses Menü habe, auch hin und her springen kann und erstmal nachlesen kann und dann wieder reingehen kann. Und die ganze Navigation, die ist im Vergleich zu den anderen Tools, meiner Meinung nach deutlich übersichtlicher. Außerdem finde ich den ganzen Hilfebereich und das Informationsangebot sehr, sehr, sehr stark. Es gibt wenige andere Tools, die so viele Informationen komplett kostenlos zur Verfügung stellen. Da ist wirklich viel Energie reingeflossen und das gefällt mir. Auf der negativen Seite sehe ich so ein bisschen die fehlende mobile App. Ja, es ist eine Browser-Version, ja, es ist eine Cloud-Lösung, aber ganz ehrlich, der aktuelle Stand der Entwicklung ist doch eine mobile Smartphone-App und die vermisse ich bei Smartsteuer. Ich würde Smartsteuer ganz gerne auch mit
meinem Smartphone bedienen können. Ein zweiter Punkt, der mir nicht ganz so gefällt, ist tatsächlich auch bezogen auf das Informationsangebot. Ja, es gibt wahnsinnig viele Informationen, aber du musst wirklich viel Zeit mitbringen, musst alles erstmal durcharbeiten, um dann zu entscheiden, was eigentlich für dich relevant ist und was nicht. Das heißt, man wird wirklich erschlagen mit diesen Informationen. Da würde ich mir eine bessere Zusammenfassung und auch eine leicht verständlichere Zusammenfassung auf jeden Fall wünschen. Außerdem wäre es ganz schön, wenn ich Informationen und Unterlagen bei SmartSteuer hochladen könnte. Also SmartSteuer weist mich auch schon darauf hin, bei bestimmten Unterlagen, dass sie das Finanzamt wahrscheinlich sehen will und wahrscheinlich anfragen wird. Das heißt, ich bekomme eine Checkliste mit an Unterlagen, die ich zusammentragen muss und beim Finanzamt einreichen kann. Da würde ich mir wünschen, wenn ich das Ganze auch über SmartSteuer machen könnte, wenn ich das irgendwie da hochladen kann und nicht parallel mit einem Papierordner vor meinem Laptop sitzen muss. Insgesamt muss ich sagen, dass mir SmartSteuer aber sehr, sehr gut gefällt und es bekommt auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für alle Selbstständigen und Freiberufler. Wenn du jetzt aber denkst, ach Mist, das ist ja nur so ein Tool und auch wenn es noch so schön ist, ich muss damit ja trotzdem arbeiten und das will ich nicht, ich will mich auf mein Kerngeschäft konzentrieren und den ganzen Rest soll bitte mein Steuerberater erledigen, dann gebe ich dir hundertprozentig recht, das habe ich auch immer so gesehen, als ich selbstständig war. Und dann sind wir vielleicht das richtige Angebot für dich. Wir sind nämlich spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einfach einmal hier. Ich lade dich aber auch herzlich dazu ein, dir mal unser Informationsangebot näher anzuschauen, unseren YouTube-Kanal und unsere anderen Videos, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.